Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Der Modellbauer. Ich bin der Sven und heute werde ich euch einen Bausatz von der Firma Faller vorstellen im Maßstab 1 zu 87 für die Spur H0. Und zwar ist es dieses Action-Set Einsatzkräfte mit der Nummer 190-291. Und bevor ich jetzt aber dazu komme, ich habe ja im letzten Video gefragt, wie wir unseren kleinen Freund das Monster nennen können. Zwei Vorschläge sind gekommen bis jetzt. Einmal war es Horst und einmal Schwamp. Also, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, haut in die Tasten rein, unten in die Kommentare, mich persönlich anschreiben auf Facebook, auf Instagram und bei Facebook auf meiner Seite der Modellbauer ist auch ein Button WhatsApp und dann könnt ihr mich gerne auch da persönlich anschreiben. Und jetzt hole ich euch ein bisschen näher ran und wir schauen uns das Set mal ganz genau an. In unserer Box enthalten sind einmal die Feuerwehr, dann haben wir die Polizeiwache und eine Werkstatt und drei solche Wellblechgaragen. Und hier kann man schön sehen, wie es schön im Einsatz ist und auch sehr viel Bewegung auf dem Bild ist. Und das ist so ein kleiner Vorschlag, wie man das halt auch in Szene setzen könnte. Und das ist auf der Nummer 190-291 zu finden. Preis liegt zwischen 35 und 90 Euro. Auf der Rückseite haben wir noch einmal unsere Modelle, die wir in diesem Paket finden. Es besteht aus 280 Teilen. Die Feuerwehrwache ist 215 x 215 x 301 mm. Die Polizeiwache ist 215 x 133 x 90 mm. Dann haben wir die Werkstatt mit 195 x 124 x 83 mm. Und dann haben wir die Wellblechgaragen in einmal 58 x 35 28 mm, dann 65 x 40 x 26 mm und 65 x 37 x 31 mm. Und das Ganze gibt es bei Faller zu kaufen und auch bei anderen Herstellern bzw. Versandhäusern im Internet, wie ich schon erwähnt habe, zwischen 30 und 90 Euro. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Set von innen an. Und zwar geht das schön von der Seite auf. Dann ziehen wir das Ganze hier mal raus. Der Karton ist knibbeldicke voll bis oben hin. Hier haben wir einmal die Polizeiwache. Dann haben wir hier die Werkstatt. Dann haben wir hier unsere Feuerwehrwache. Da haben wir hier die einzelnen Teile dazu. Dann haben wir hier unsere Wellblechgaragen. Und ja, die Feuerwehrwache liegt alles recht einzeln daherin. Und da würde ich auch sagen, fangen wir auch gleich damit an. Das schieben wir mal ein bisschen auf die Seite. Hier haben wir ein Spritzling für den Feuerwehrturm. Sehr schön gemacht, sehr schön gegossen. Auch hier die Steine kann man schön erkennen. Ich würde aber das Ganze mit Klarlack versehen, dass es nicht so glänzt. Also einen matten Klarlack drüber machen. Vorher natürlich ein bisschen Wash drauf machen, dass die Konturen ein bisschen sich hervorheben. Man kann auch, wenn man die Steine, die Fugen in Weiß haben möchte, mit Wasserfarbe versehen und einfach nur wieder abwischen, so dass die Konturen schön dazwischen sind, so dass wir halt auch die Fugen schön sehen können. Hier bekommen wir jetzt ein paar Seitenteile, ein Dach. Da weiß ich jetzt nicht so genau, wo das hingehört. Hier haben wir jetzt unsere Tore.
Die könnte man eventuell mit einem Servomotor öffnen lassen. Ich werde auf jeden Fall alles schön beleuchten. Ob ich das hier mit dem Servomotor hinbekomme, weiß ich nicht. Wenn ihr Tipps habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ich das am besten lösen könnte. Dann haben wir hier wieder ein Spritzling mit Leitern, ein Dach, beziehungsweise ist das hier die Dachluge, die wird aufs Dach drauf gesetzt. Auch hier alles sehr schön verarbeitet. Hier geht es jetzt auch was Schönes. Zwischen den Teilen haben wir immer ein bisschen Papier dazwischen, so dass wir auch die Teile nicht verkratzen. Hier haben wir jetzt das Dach dazu. Und hier kommt dann auch die Dachluken drauf. Also diese hier, ne, das wird dann so drauf gesetzt. Was haben wir noch Schönes? Das ist die Bodenplatte. Auch sehr schön hart, also stark. Das könnte jetzt die Seitenteile mit sein für die Verkleidung an der Hauswand. Genau, hier haben wir die Hauswand dazu mit den Türen oder Fenster. Hier haben wir dann das für die Garage, also quasi so die für die Einfahrt. Hier haben wir ein bisschen Flecht, das ein bisschen wegschleifen, dann schaut es wieder super aus. Hier haben wir auch noch ein paar Teile für die Außenwand. Also alles wirklich sehr schön verarbeitet. Das ist der Spritzling nochmal. Und den bekommen wir auch noch zweimal. Da haben wir nämlich noch mal ein paar. Das sind jetzt nicht die Leitern, das sind oben für den Turm das Geländer. Und wir bekommen noch einen Bogen mit Papier. Da muss ich dann mal schauen, wo das hinkommt. Ich vermute, dass das nach innen gesetzt wird in den Turm, so dass es nicht richtig durchleuchtet. Und wir bekommen auch hier noch so ein durchsichtiges Papier. Ich denke, für die Fensterscheiben wird es dann sein. Nächstes schauen wir uns mal die Werkstatt an. Wir haben auch hier wieder eine Fensterfolie. Hier haben wir die Seitenwände. Das Wellblechdach kann man auch schön bearbeiten noch. Man kann zum Beispiel eventuell Kies drauf machen, so wie manche Dächer ja auch so sind, oder Begrünung. Kann man alles schön herrichten. Hier haben wir die Heckansicht. Nee, das war vorne. Das ist für vorne gedacht, genau. Das ist für vorne. Das ist dann das hintere Teil, wo das ist dann für die Seite, für die Straße, dass man da nicht so, also so Schutz, dass man nicht so über den Bordstein fährt. So schätze ich das jetzt mal ein. Ist das gemeint? Hier haben wir noch lauter Kleinteile dazu. Hier haben wir dann das Fenstergitter für oben beidseitig. Und das ist dann für das
für die Schiebetür, also die Falltür, so rum. Ja, das war der Gießast für die Werkstatt. Als nächstes schauen wir uns mal die Polizeiwache an. Hier bekommen wir 8 Spritzlinge, unter anderem Begrünungsmaterial für den Blumenkasten. Dann bekommen wir einen Papierbogen, wo auch hier schön Polizei draufsteht. Dann haben wir das für innen, wo man schön reinschauen könnte. Muss man mal schauen, wie wir das dann machen, weil ich möchte sie ja von innen schön beleuchten. Was wir auch bekommen, wir können das Ganze nicht nur als Polizei machen, wir können das auch als Autohaus Kern machen für BMW oder Mercedes-Benz. Wenn man jetzt nicht unbedingt Polizeiwache haben möchte, das ist für oben die Schrift und zwar kommt da dann Polizei drauf. Dann bekommen wir viele Glassichtteile, schauen auch sehr gut aus, sind nicht so verkratzt. Hier und da könnte man sie natürlich noch mit Politur ein bisschen hochpolieren. Es funktioniert ganz gut mit den Tamiya-Polierpasten. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht gehabt. Hier haben wir dann unsere Bodenplatte, wo dann hier der Blumenkasten drauf kommt. Hier haben wir dann ein, wo die Erhöhung drauf kommt, zum Reingehen quasi. Hier haben wir dann das Dach. Hier ist dann das Obergeschoss. Also ist nicht sehr spektakulär. Also von der Gussart ist es sehr gut. Auch hier haben wir Rauputz schön zu sehen. Hier haben wir dann diverse Fenster. Und auch hier haben wir dann die untere Seitenwände. Das ist dann vorne die Türe. Hier haben wir dann das große Fenster. Und das wird dann nach hinten eingebaut. Genau. Auch hier sehr schöne Fliesenoptik. Bin damit eigentlich schon ganz zufrieden, was der Faller auf die Beine gestellt hat. Und zu guter Letzt haben wir hier noch unsere 3 Wellblechgaragen. Dazu bekommen wir für jede Garage ein Spritzling. Dann haben wir hier dann die Türen dazu, das Dach, die Seitenwände. Genauso, das ist hier dann die größere Garage. Und das ist dann die mittlere von der Größe her, ne? Auch hier kann man schön mit Wash arbeiten, dass es so ein bisschen älter ausschaut. Meistens sind die Wellblechdächer ja auch verrostet teilweise. Und die Seiten kann man alles schön altern. Da kann man sich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Das waren jetzt alle 280 Teile. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Guss und auch mit dem, was uns hier Faller in dieses Set reingebracht hat. Jetzt der kleine Einblick in das Action-Set Einsatzkräfte von der Firma Faller. Ich sage euch nochmal die Nummer 190 291 in der Spurgröße H0. Ich bin der Meinung, dass es definitiv zu empfehlen ist, wer sich gerne eine Feuerwehr und eine Polizeiwache auf seine Anlage bauen möchte. Hier kann man sehr viel spielen mit dem Thema Licht und auch Alterung.
Und ich werde dieses Ganze hier für unsere Modelleisenbahn, für unseren Modelleisenbahnverein bauen. Viele wissen es ja, dass ich auch noch in einem Verein unterwegs bin. Und die Facebook-Seite für unseren Verein, oder von unserem Verein besser gesagt, werde ich euch unten mit in die Videobeschreibung reintun. Wir suchen immer noch gerne Mitglieder, und zwar aus dem Raum Amberg, Amberg-Sulzbach. Und ja, wenn ihr Interesse habt, schreibt da einfach mal unten in die Kommentare rein oder schreibt mich privat an, geht auf die Facebook-Seite. Und ja, das soll es von meiner Seite auch aus gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit und vor allem bleibt mir gesund. Bis dahin, tschüss, euer Sven.